Guck mal, jetzt laufen wir rum für den YouTube-Kanal. Kannst du mal sehen? 360 Grad Videos. So, dann ist hier der Dice-Stand. Wir sind der einzige Stand hier, der nichts verkauft. Dementsprechend werden wir auch nicht so belagert. Das war ganz gut so, weil wir riechen auch. Neben uns Magabotato. Wir gehen aber mal ein bisschen rum und ich werde nichts sagen. Du kannst doch gerne winken. Ich würde dir den Arm nicht haben. 43 Grad. Zugeben und weniger halt das offizielle System zu entspielen. Ja, dafür ist es ja aber auch nur gedacht, dass man Mein Rundgang. Musst du aus, wie ich danke, wenn ich den Sack kratze? Also, wenn du jetzt hier am Sack kratzt, sieht man das immer. Kannst du gerne machen. Was? Kannst du gerne machen. Warte, komm mal rum. Läuft aber Rocket Beats von daher. Nee, 360 läuft nicht bei Rocket Beats. Scheiße! Das ist leider so nicht möglich, aber dafür tatsächlich auf dem YouTube-Kanal. Ich würde sie nochmal sagen, weil ich auf Facebook. Ja, aktiviere ich. Ja, alle drei. Lass uns den stören. Ja, ist gut. Ich aktiviere den und mach nichts mit dem, weil darf ich ja nicht. Du hast den ja gerade in den Boden gestampft. Da bist du wieder dran. Ja. Hier, Saga, offizieller Saga-Stand. Hier, deutscher, offizieller. Oh, jetzt habe ich dir deine Kundschaft verdorben. Verjagt. Es tut mir leid. Kommst du dann? Nicht so. Der ist ja groß.
Großartig. Ja, das ist der große Wichtige. Großartig. Master's Room, sehr schön. Cool, danke. Mal schauen, dass die erste Runde auf jeden Fall überlebe. Der Pistole geht bis 30 Zentimeter. Darf ich ja mal ganz kurz rüber filmen? Da mussten die alle warum brennt das Bier? Dann mussten alle ganz geil. Danke. Das ist super. Darf ich ja mal kurz rüber? Ja, ganz kurz. Lass euch nicht stören. Nur ein Christian. Die Modelle sind halt sehr schick. Machst du jetzt zwei Bilder mit einem Mal? Nein, jetzt ist es drauf. Ah ja, okay. Also wir sind jetzt so drauf. Immer. Hallo. Alles gut? Hi. Ja. Ich dachte, wenn man schon mal, man hat so viele Berichte von der Praxis gemacht, irgendwann sind sie alle gleich. Aber so kann sich jeder selbst ein Bild von machen. Ganz schön eigentlich. Habe ich gerade schon. Habe ich schon gesehen, die sind ja alle, naja, ich will nicht sagen Game of Thrones angehaucht, aber sehr nordisch, oder? Also, du hast mich fast mit denen. Was? Du hast mich fast mit denen. Das wäre jetzt für mich auch so ein Ding, wo ich sage, ja, jetzt Frostgrave. Oder halt auch ideal für Saga oder was auch immer, ne? Also ich finde die toll. Aber 99 für die vier Jungs? Genau. Das sind die vier Köpfe und ein Gutsrahmen. Super Preis. Großartig. Cool. Kommt ihr heute Abend auch zu uns? Dann lass doch morgen nochmal irgendwie mal schnacken. Lass doch nicht stören. Macht ihr heute noch ein Spiel? Oder? Danke. Und Moral oder so. General, das kannst du dir so vorstellen, dass es immer noch eine, genau, es immer noch eine. Den Tisch da, den finde ich richtig gut. What I was going to do was just swing but leave one day's worth for two for there. Hier müsst ihr hin. Kannst du mit deinem Mann auch, wenn du da sitzt, eine Frau, der darf nichts mehr zu sehen. Der trägt eine Frau, gibt hier einen Wagen, zieht den Wagen, wenn der Wagen über die Höhe rollt, wenn der Wagen
Sieht man alles 360 Grad. Ist das schon wieder live? Nee, aber 360 Grad. Nein. Doch, das heißt, könnt ihr euch dann auf YouTube das angucken, als wenn ihr da seid. Perspektive selber aussuchen. Wollen wir es aussehen? Na? Naja, später. Für die After schon mal. Sehr schön. Ja, die werde ich dann irgendwo verstecken, die Kamera. Nee, das ist das Schöne, du kannst ja auch, wenn du dann diese Cardboard hast oder so, packst du das Handy und kannst dann sich direkt selbst umschauen. Ja. Finde ich, ist für so ein Messeding eine schöne Sache. Ja. Deswegen hier bei den Freebooter, in den Regelwerken, kennen wir den Grafikdesigner, Ich hab fast die war schon mal vor die Kritik. Das müsst ihr euch anschauen, das ist ziemlich cool. Die sind auch jedes Jahr da. Das ist großartig, ein Freebooter, das gehen wir jetzt mal. Danke. Wo stelle ich die jetzt hin? Da muss ich ja mal hin. Oh, es tut mir so leid. Danke. Wenn du einen Traum von dir haben, von dem Fenster aus hast du die. Ja, fertig? Ja, genau. Ich weiß nicht, ganz ziemlich. So, dann kommen wir, waren die beiden großen Hallen. Jetzt kommen wir zu den anderen, also das ist so das Herzstück. Darf ich dir mal kurz abstellen? Ist okay. Ich habe ja auch
So. Hallo. Was soll das denn? Wenn ich dich schon wieder so. Wir müssen das auf morgen verschieben, wenn das auf Georg geht. Ja, das ist kein Problem. Ja? Super. Morgen ist ja auch entspannter, ne? Lasst euch nicht irritieren. Nimmt sowieso alles auf, egal. Könnt ihr nicht checken. Du könntest mal durch die Höhle durchfliegen mit der Kaufbuch. Ja, das bringt in dieser Hinsicht nichts. Das ist eine 360-Grad-Kamera. Ah, okay. Das heißt, das wäre für die eine Perspektive nett, für die andere ziemlich lame. Das ist eher so, um mal Eindrücke von der Messe zu bekommen. Also erstmal der. Aber der Olli kommt nachher rum und nimmt eh nochmal Aufnahmen. Perfekt. Ja, wir wollen richtig schön gefeatured werden. Featured ihr auch mich? Ja, hallo. Es kommt noch deine Würfel. Ich habe einen Spieler gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, wir machen es morgen bitte weiter. Zwei auf jeweils einen auf einen Tisch. Und zwei auf den Nerven. Der einzige hohe Wurf, den ich geschafft habe, war der Moralwert. Okay. Und einer von den Tisch. Klar, dann machen wir jetzt mal einen. Drei gegen den Wolf. Und die Wolf. So, jetzt gehen wir ins oberste Stockwerk. So, da gehen wir mal. Es ist schon ein bisschen leer, das ist ganz gut. Es ist schon am späten Nachmittag. Das ist auch ganz gut so, weil wir hätten. Ich würde sagen, beim ersten Durchgang heute Morgen wäre es zu voll gewesen, da wären wir gar nicht durchgekommen. Hallo! Dankeschön. Guten Tag. Tja, wir gehen einfach mal zu den Pikmin Pirates. Ja, wir machen Kontrolle. Tatsächlich? Ja, jetzt kann man wenigstens was sehen. Guten Tag. So, die Pikmin Pirates. Hier gibt es Leute, die richtig malen können. Also nicht so ein Scheiß wie ich. Hier wird richtig gemalt. Und die haben es. Die Jungs. Ja, ich sehe es. Ihr könnt auch ganz normal reden, ist kein Problem. Nee, wenn du mich wegdrückst, frisst dich. Ich habe nämlich gedacht, dass wir dieses Jahr ein Feature-Video für die Taktiker hatten wir schon so viele, deswegen gibt es mal ein 360-Grad-Video, wo jeder selbst sich Eindrücke machen kann. Cool. Finde ich viel schöner. So, jetzt gehen wir aber mal weiter. Dieser Gang ist spannend, deswegen machen wir das ein bisschen schneller. Denn das ganze Ding muss ja uncut sein, sonst glaubt ihr ja gar nicht, dass es die Taktika ist. Nee? So. Denn es geht hier weiter. Jetzt kommen wir nämlich zu einem Raum, der mir sehr, sehr gefällt.
Und zwar die Anfänge des Hobbys. Hier, guck mal, hier ist zum Beispiel Steinhagel mit Playmobil. Und Martin und ich haben vorhin ein Testspiel gemacht. Das seht ihr hoffentlich auch irgendwann auf dem Kanal, beziehungsweise in der Sendung selber. Ich hoffe es. Das hoffe ich auch. Das werden wir sehen, wenn wir das Material gesichtet haben. Ich habe natürlich unentschieden gewonnen. Wir haben uns auf unentschieden geeinigt. Genau, aber ihr seht auch, einige Spiele kann man auch mit Playmobil spielen. Für die Kinder. Ja, um sie mit rein anzufixen, ne? Für die größeren Kinder. Genau. So, dann haben wir hier, das werden bestimmt viele kennen. Anfänge des Wargames. Ach, damit habe ich selbst angefangen. Toll. Nie gespielt, wollte ich immer, weil voll gut. Hallo. Sagst du mir noch was an, wo du bei Quasi bist? Naja, Heimspiel, ne? Dann meine ich halt, das ist ja Heimspiel. Ach so, das ist schon halt für dich. Ich gehe jetzt heim, tschüss. Ja. Hier, die Jungs auch gerne gucken. Nee, einer so. Ach so, hast du 300 Kameras. So was bei dir, kann ich das? Vollhalter hier. Technikbonus. Ja, Entschuldigung, ich habe leider keinen Button, um Werbung für euch zu laufen. Aber hey, damit ihr Werbung für mich lauft. Nächste Werbung läuft, ne? Ach, dafür gibt es wieder Spielereien. Ja, tschüss. Nee, kann ich ja nicht glauben, weil da muss ich noch irgendwo organisieren. Ja, ich muss hier den Bar in den Bahn. Ja, zum Beispiel. Gut, komm mit, fährt aus wie gestern. Ja, dann wollen wir uns nicht hier. Wir können ja einsteigen. Ja, Entschuldigung. So, einen Raum haben wir noch vor uns. Nee, doch, nein, zwei. Ein von vier. Ja, ein von vier. In einem Bösen ist nichts drin. Das ist schlecht. So ein Scheißspiel würde ich niemals spielen. Nee. Never. Jetzt schon. Weißt du, warum man noch hungern muss? Warum? Weil man so viel Geld für die Kameras ausgibt. Naja, jeder braucht ein Hobby, oder? Darf ich einmal? Danke. Ja, ich habe aber gedacht, weil ich bin Dennis und das ist Dice, ist einfach ein bisschen. Ja, genau. Lügen-Dennis. Hashtag Lügen-Dennis. Hashtag Lügen-Dennis. Und hast du aber noch mal ein, aber das jetzt den Versuchen wir noch mal. Was ist das? Dritte Halbzeit oder was? Das ist noch mager in England. Also dritte Halbzeit. Dritte Halbzeit. Geil. Also finde ich voll gut.
Morgen. Morgen können wir das gerne machen. Wir bringen jetzt rein. Super. Ja. Machen wir gerne morgen. Heute Kameramann ist ein bisschen krank. Deswegen machen wir es morgen. Genau. Machen wir gerne. Cool. So. Der letzte Raum. Guck, er wurde schon eingeräumt. Das sieht doch ganz aus. Das Beste, was es gibt. Aber extrem teuer in der Herstellung. Extrem teuer in der Herstellung. Ganz frei, kann man schon. Ohne Mutter. Ich kann mir die. Ich glaube, ohne Mutter. Warte, du hast. Ich glaube, ich habe eine Capture. Ich könnte das gar nicht. Was in die Kamera sprechen? Das Spiel. Das Philipp muss die ganze Zeit Zettel in der Hand halten. Wie viel? Ich habe nur zwei Panzer. Ich habe nur gleich zwei. Achso, okay. Dann ist das. Null, dann sind das zwei. Ja, okay. Was? Die 11 sind doch. Wir hatten heute noch nicht so wirklich das. Also als allererstes bauen wir das ab, ne? Genau, als allererstes bauen wir den Blinkmarker, den Ablenkmarker. Ja, haben wir das verkauft? Wenn wir ihn aktivieren. Dann lass uns das mal belegen. Negativ laden wir nach. Nee. Das ist Leroy Fall. Jenkins zum Beispiel. Ich kann nicht mehr. Okay. Was? Nee, Dargeld habe ich noch. Ja. Das waren, ich würde mal sagen, alle Räumlichkeiten. Ich weiß nicht, oh, ich habe noch einen vergessen. Natürlich habe ich einen vergessen. Unten im Keller, da geht es noch weiter. Ha! Also für all diejenigen, die jetzt nicht eingeschlafen sind, freut euch auf eine weitere VR, auf ein weiteres VR-Erlebnis. Der Keller. Man könnte jetzt sagen, was soll das denn? Aber im Keller gibt es auch noch Stände und es gibt den Flohmarkt. Der, wenn ihr echt Tabletop-Kram loswerden wollt, ideal ist. Es gibt nämlich immer irgendwelche Leute, die irgendwas haben wollen und ich habe da Millionen von Dollars gemacht. Millionen von Dollars. Und viele Leute glücklich gemacht. Hier schon wieder. Guck mal, die Leute von Fischkrieg sind auch ganz lieb, die winken auch öfter mal. Juhu! Hallo, Magabotato! So, und jetzt gucken wir uns auf den Flohmarkt an. Und dann sind wir auch schon durch. Natürlich jetzt sehr viel leer. Hm? Nee. Ähnliche Technik, aber nein. Aber ich muss mir noch irgendwas aus dem Leben. So. Das, jetzt gehen wir mal kurz ein bisschen ins Licht. Das war im Endeffekt ein schöner Rundgang jetzt einmal um die Taktiker. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck gehabt. Natürlich konnte ich jetzt nicht alle Tische abfilmen, weil sonst hätte keiner mehr gesehen. Aber ihr könnt ja euch immer noch im Endeffekt das Ding zurückspulen, Pause machen und euch in Ruhe umgucken. Ich hoffe, dieses Feature hat euch gefallen. Und kommt auf jeden Fall das nächste Mal zur Taktika. Ihr seht, könnte sich lohnen.